Ja, also ich habe richtig viel Beauty-Kram hier drin und das bedeutet, es gibt einen riesen fetten Beauty-Haul und wenn ihr Bock auf das Video habt, bleibt dran. So, und jetzt nochmal vernünftig. Hallo ihr Lieben, ich habe in der letzten Zeit einiges an Beauty-Produkten geschenkt bekommen. Es wird in diesem Video eine kleine Verlosung geben. Ich habe aber natürlich auch geshoppt und sowohl neu als auch Pre-Love bzw. Secondhand bzw. im Insta-Sale bei einer Instagrammerin, die unheimlich viel dekorative Kosmetik aussortiert hat und für viele Sachen war ich leider so viel zu spät. Oh Gott, es war so traurig, wenn ich dann schon einen Kommentar drunter gesehen habe. Aber ein paar tolle Sachen habe ich gefunden, von denen tatsächlich auch zumindest eine Sache, nee, zwei, auch auf meiner Wunschliste für Black Friday standen, also für den Black Friday Sale. Und dadurch, dass ich sie jetzt bekommen habe, ist meine Wunschliste klein und gar nicht mehr so groß. Wobei sie war sowieso gar nicht so groß. Ach, ich fange jetzt einfach an. Ich würde sagen, ich fange auch direkt mit den Sachen an, die ich bei ihr geshoppt habe. Und zwar kriege ich von euch immer wieder total liebe Komplimente, wenn ich mal moviges Augen-Make-up trage, so rosa, gedeckte Rosatöne, Altrosa und so weiter. Findet ihr immer ganz toll. Und das schminke ich ja immer mit meiner Dose of Colors Marvelous Moves Palette, die ich sehr, sehr liebe. Und ich habe mir zwei weitere gegönnt. Und zwar von Dose of Colors die Baked Browns. Mit der habe ich auch heute mein Augen-Make-up geschminkt. Möglicherweise könnt ihr es erkennen, aber es ist, also ich finde es wunderschön. Ja, ich habe Fake Lashes drauf. Hatte ich heute irgendwie mal wieder Bock drauf. Nötig habe ich es nicht unbedingt, weil mit dem Wimpernserum von Svenja Wahlberg, diesem Lash Cocaine, brauche ich eigentlich nicht unbedingt Fake Lashes, aber manchmal habe ich trotzdem Bock drauf. Genau, also ich habe mir noch zwei Paletten gekauft. Die sind, die hier, die war höchstens ein, zweimal benutzt. Also höchstens. Ganz, ganz toll. Und hier sind immer fünf Lidschatten drin. Die Konsistenz der Lidschatten ist toll. Ja, die sind ein bisschen pudrig, ne? Also wenn ihr da einmal mit dem Pinsel reingeht, habt ihr auch gleich ordentlich Kickback. Ich sag's immer falsch. Und das sind die wunderschönen Farben. Und die wunderbar. Also ich habe die heute bekommen, heute direkt ausprobiert. Also sie ist quasi gestern angekommen und ich habe sie heute direkt ausprobiert. Ich bin einfach schwerst begeistert. Ich finde die wunderschön und die Farben, die sind halt, oder die Lidschatten, die sind alle so matt, würde ich sagen. Schon matt. Tierversuchsfrei, parabenfrei und talgfrei. Fabelhaft. Also die finde ich schon mal mega, mega schön. Und weil sie die halt auch im Angebot hat, die stand jetzt nicht auf meiner Wunschliste, aber habe ich mich auch für die Blushing Berries entschieden. Und ich weiß gar nicht, wie viele es noch davon gibt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich sie alle sammeln werde. Und die ist, glaube ich, nicht mal geswatcht. Fabelhaft. Also diese bärigen Töne, diese warmen bärigen Töne und es ist auch ein Schwarzton dabei, finde ich mega. Dieser Braunton, ich glaube, der ist auch tatsächlich in der Palette mit drin oder in der Marvelous Moves. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ganz, ganz, ganz fantastische Palette. Ich glaube, ich swatche sie euch mal, weil Swatches gehören ja irgendwie dazu, ne? Also das hier ist die Blushing Berries Palette. Wunderschön finde ich die. Und das sind die Swatches. Ich bin in jede Farbe einmal reingegangen und habe es auch nicht, ja, einfach nur reingegangen und dann zweimal links und rechts, also so quasi so, ne? Und die Farbabgabe ist der Hammer, finde ich. Richtig, richtig toll. Echt schön. Und dann haben wir natürlich auch noch die Baked Browns. Und das ist die Palette. Finde ich auch mega schön. Hier fehlt jetzt schon der Pinsel drin. Das stört mich aber nicht weiter. Ich benutze eh andere. Und das sind die Swatches. Und wie gesagt, damit habe ich heute mein ganzes Augen-Make-up geschminkt. Ich bin echt zufrieden. Vor allen Dingen, wenn ich überlege, dass die Farben jetzt auch schon ein paar Stunden auf meinen Augen sind. Ich habe nämlich gerade schon zwei Videos gedreht. Habe mir jetzt allerdings einen dicken Pulli angezogen, weil mir ein bisschen frisch wurde. Ich bin ganz schön happy mit meinen Einkäufen. Die hätten bei Beauty Bay jetzt, kosten die glaube ich 35 Euro, 33 Euro, ich bin mir nicht ganz sicher. Und ich glaube, ich habe 14 bezahlt pro Palette. Also ein richtig guter Deal und ja, finde ich schön. Freue ich mich total drüber. Genau.
Außerdem habe ich bei ihr noch von Mario Badescu das Facial Spray with Aloe und Cucumber und Green Tea gekauft. Das wollte ich schon länger ausprobieren und bei dem Schnäppchenpreis, für den sie das angeboten hat, wollte ich es einfach mal testen. Waren, glaube ich, auch nur 3 oder 4 Euro, ich bin mir nicht sicher. Und dann habe ich noch einen Lippenstift gekauft, den ich auch auf den Lippen trage. Und zwar ist das Becker aus der Chloe Love Malika LE. Das ist die Farbe Cupid's Kiss. Und ich fand, dass der einfach schön zum Augen-Make-up passt heute. Und das ist kein Lippenstift, der ewig lange hält. Das ist sehr cremig, aber auch den finde ich mega schön, ne? Und das Packaging ist sehr, sehr schön und edel. Und auch der war nur einmal verwendet oder geswatcht, ich bin mir nicht sicher. Und hat auch dieses Geräusch macht mich so an. Genau, finde ich auch mega, mega schön. Ich habe gar keine Ahnung, warum ich es jetzt in die Verpackung zurücklege. Und dann habe ich noch einen Lip Liner mitgenommen von Melt. Ein All Day, Everyday Lip Liner. Auch nur, weil der super günstig war und ich eh bei ihr bestellt habe. Und das ist die Farbe Nudist. Und das ist mal wieder ein neuer Nude Lip Liner. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ich finde ja, finde Melt ganz interessant. Und ja, das ist auf jeden Fall so ein Nude-Ton. Den hat sie auch nur einmal geswatcht. Und ja, für das günstige Geld habe ich sie mitgenommen. Und ich hatte auch noch so ein Duo mitgenommen, so ein Bronzer mit Blush von Ila Maska. Hat mich auch interessiert, aber die Farben waren jetzt nicht so mein Ding. Die landen jetzt im Insta-Sale. Es macht also keinen Sinn, dass ich euch das hier zeige. Bei Insta habe ich jetzt so eine eigene Rubrik in den Highlights, die nennt sich Insta-Sale. Da landen die Sachen drin, die ich aussortiert habe. Und wenn dann jemand Interesse hat, kann er sich halt melden. Und der Erste, der sich meldet und eine ganz deutliche Kaufabsicht ausspricht, bekommt es dann auch. Genau, und dann hat sie mir noch beigelegt zwei Washcloths, also zwei Mikrofaser-Reinigungstücher fürs Gesicht. Sind wirklich ultra weich von Human and Kind. Genau, finde ich total nett. Und da war auch noch was anderes drin. Und zwar von MAC so ein Beutel. Da kann ich jetzt nichts mit anfangen. Für die mache ich auch keine Werbung. Und von Judith Williams ein Easy und Fast Make-up Hautton anpassend. Davon hatte ich mal eine Probe. Das hat mir nicht so gefallen. Deswegen gebe ich das mal als Goodie irgendwo dazu, wenn mal jemand was bei mir kauft. Und den Beutel genauso, weil man muss es ja nicht wegschmeißen, nur weil man es selber nicht benutzt, finde ich immer. Und das war mein kleiner Einkauf bei der Instagrammerin. Es waren keine 50 Euro, also mega Schnapp. Schnapper, Schnaps. Schnaps ist auch gut. Hier ist kein Schnaps drin, sondern Wasser. Mm. Für alle, die meine Lifestyle-Favoriten nicht gesehen haben, ist das nicht ein geiles Glas? Ich bin total verliebt. Mm. Genau, weiter geht's. Ich greife jetzt einfach random in die Tüte. Also ich habe einmal bei Douglas bestellt, weil ich ein Weihnachtsgeschenk für eine Freundin bestellt habe. Das zeige ich euch jetzt nicht, weil ich weiß, sie guckt zwischendurch in meine Videos rein. Ich möchte nicht, dass sie sieht, was sie bekommt. Und genau, und für mich habe ich auch was bestellt. Ja. Und zwar von Pixi, die Glycolic Boost Face Masken, also Sheet Mask. Davon habe ich mal eine geschenkt bekommen von der lieben Sabrina. Einfach so, total lieb. Und die fand ich so, so gut, dass ich mir jetzt dieses Dreierpack bestellt hatte. Ich habe gedacht, tatsächlich in meinem nicht mehr ganz so jugendlichen Leichtsinn, dass das eine ist und die kostet 12 Euro und dann hatten die bei Douglas 20% Rabatt und habe mich gefreut, dass ich sie halt günstiger bekomme und dann kommt sie, hier haben es drei drin, hätte man natürlich auch vorher lesen können, aber das ist ja echt mal ein toller Preis und die haben wir wirklich, also an meinem Geburtstag, einen Tag vor meinem Geburtstag habe ich so überall so kleine Pickelchen bekommen, keine Ahnung warum, also wahrscheinlich habe ich die Foundation vom Tag nicht vertragen oder vom Tag davor und ich habe die drauf gemacht. Und auch 15, 20, 30, keine Ahnung wie lange Minuten einwirken lassen, runtergemacht. Und am nächsten Tag waren die Stippen weg. Geiles Zeug. Genau, also für sowas habe ich die jetzt bestellt. Weil halt einfach super günstig. Und dann habe ich noch bestellt und auch heute auf dem Gesicht. Also ich habe meine neuen Sachen tatsächlich auch heute mal ausgetestet. Von Zoe war die Authentic Skin Natural Luminous Foundation. Luminous, och, weiß ich jetzt nicht, ne? Aber man kann ja mit Luminous Primern arbeiten und ich finde, dann kriegt man diesen Luminous Touch auf jeden Fall hin. Und bis jetzt mag ich sie ganz gerne. Also sie setzt sich nicht komisch in den Poren ab, fühlt sich nicht klebrig an. Ich habe sie jetzt auch schon ein paar Stunden auf dem Gesicht und ich mag die echt gerne. Als ich sie aufgetragen habe, ich habe hier die 040W Artist genommen. Und zwar habe ich die Foundation gesehen bei der tollen Jenny Highlights, Jenny's Beauty Highlights. Ich verlinke sie euch in der Infobox. Und sie war total begeistert und dann wollte ich sie ausprobieren, habe sie gefragt, welche Farbe sie hat, weil sie, wie ich, auch nicht super braun ist. Und ja,
Sie ist aber wohl scheinbar ein bisschen gelb, aber ich finde, jetzt aufgetragen sieht man gar nicht, dass sie so gelb ist. Ich finde, sie matcht sich sehr, sehr schön und war nur am Anfang ein bisschen schockiert, wie gelb sie ist. Aber die fand ich echt toll und ich finde, das macht auch einfach was her. Das ist so ein richtig wertiges... Komm schon raus! Warum packe ich sowas eigentlich immer in meine Verpackung zurück? Das ist echt total unsinnig, sowas. Genau, hat auch ein richtig tolles Packaging. Erinnert mich so ein bisschen an NARS, die ich ja nie kaufen würde. Und ja, sieht ein bisschen hell aus, aber passt super. Also wirklich schöne, schöne Foundation. Habe ich mich sehr gefreut. Also es war ein toller Tipp von der lieben Jenny. Ich habe normale Haut, ein bisschen ölige T-Zone, ein bisschen trocken unter den Augen. Also eine normale Mischhaut. Tolle, tolle Foundation. Ja, dann habe ich nochmal bei Octoly was bestellt. Und zwar, Octoly ist ja... die richten sich so ein bisschen an Influencer. Ich finde diesen Ausdruck so komisch. Influencer, ist das nicht eine Grippe? Na egal. Richten sich so ein bisschen an YouTuber und Instagrammer. YouTuber ab 1000 Abonnenten im Monat, wollte ich gerade sagen. Ab 1000 Abonnenten mit einer gewissen Aufrufzahl. Die weiß ich jetzt aber nicht aus dem Kopf. Und an Instagrammer, die mehr als 10.000 Abonnenten haben. Genau. Und da kann man dann Produkte bestellen. Das Einzige, was man dafür tun soll, ist dann innerhalb von 3 Wochen eine ehrliche Review dazu geben. Und ja, da hatte ich ja jetzt schon die Anticellulite-Creme. Ich mache euch demnächst ein eigenes Review-Video dazu oder nehme das mal mit in so ein Review-Video mit rein, weil ich die schon echt, echt interessant finde. Und dann auch eine Dekolleté-Creme. Die finde ich beide gut und dann dachte ich mir, warum das Ganze nicht vervollständigen mit der Upper Arms Cream. Genau, weil ich habe die Anticellulite-Creme dann jetzt eine Weile an den Armen genutzt, weil ich dachte, ja, bei meinem Bein ist eh Hopfen und Malz verloren, dann nimmst du es mal lieber da, damit es nicht schlimmer wird. Aber die haben sogar dafür eine eigene Creme und das fand ich total spannend. Und ja, die trage ich jetzt schönartig jeden Abend nach dem Duschen auf und bin mal gespannt, was die tut. Auf jeden Fall pflegen sie sehr schön und sie riechen auch ganz toll. Und ich hatte eben auch angeregt, weil ich musste ja innerhalb von 3 Wochen eine Review auf der Seite von Octoly abgeben, beziehungsweise euch auch ein Video dazu machen. Also ich habe sie euch ja im Haul gezeigt, wo ich die Anticellulite-Creme auch vorgestellt habe. Und so sieht die aus. Ne? Also es ist eine schöne, clean Verpackung und es ist zwar Plastik, aber es sieht sehr, sehr schick aus. Hat hier oben so einen Pump. Und hatte halt auch dazu geschrieben, dass es sehr schwer ist bei so einer Creme. Das heißt, wenn man sie täglich anwendet, nach 2 bis 3 Wochen schon eine vernünftige Review abgeben zu können. Und dann haben sie mir noch eine geschickt. Das fand ich natürlich mega nett. Und ich durfte sogar eine von diesen Dekolleté- und Neck-Creams verlosen. Auf Instagram habe ich auch gemacht. Ja, also ich finde die echt interessant, die Marke. Werde auf jeden Fall weiter testen. Werde euch meinen Senf dazu abgeben, sobald ich mir ein vernünftiges Bild gemacht habe, weil... Das ist so Wirkstoffpflege und ich finde, es macht überhaupt keinen Sinn, dann nach einer Woche zu sagen, jetzt voll geil, ich bin jetzt ohne Zellulitis. Nein. Nein. Achso, habe ich erwähnt, dass es in diesem Video eine Verlosung gibt? Es gibt in diesem Video eine Verlosung. Genau, dann habe ich, ja, Geburtstag gehabt, ist jetzt alles auch schon eine Weile her. Wir haben jetzt schon Ende November und ich hatte Ende Oktober Geburtstag. Aber da habe ich von meinen lieben Kollegen einige Sachen, so einen schönen Präsentkorb geschenkt bekommen. Und da war eben auch ein bisschen was an Pflegegedöns drin. Und ich war halt ich hatte die letzte Oktoberwoche Urlaub und bin dann im November wieder hin. Deswegen konnte ich euch die Sachen noch nicht zeigen. Da waren zum Beispiel drin von Isana diese Maxi-Wattepads. Ich sage euch dann einfach dazu, ob die im Paket waren oder nicht, weil es ist das Einfachste. Also ich habe sie nicht gekauft. Ich kaufe keine Wattepads mehr. Aber wenn ich sie habe, benutze ich sie auch. Und ja, Maxi-Wattepads finde ich eigentlich immer eine schöne Sache. Dann habe ich von einer lieben Zuschauerin, von der lieben Nadine, eine schöne Karte bekommen und ein paar Strumpfhosen, weil ich mich mal darüber ausgelassen habe, dass es so schwierig ist, Strumpfhosen in der richtigen Länge zu kaufen. Meistens kauft man sie dann 2, 3 Nummern größer, damit sie im Schritt nicht so rutschen. Bedeutet dann aber auch, dass sie an den Beinen, gerade an den Fußgelenken oft unten ein bisschen zu weit sind. Das sieht dann auch nicht schön aus. Genau, also Strumpfhosen hatte sie mir zugeschickt, das fand ich total süß. Und dazu dann auch vom März Spezial ein Enzym-Peeling-Puder, das werde ich nachher mal benutzen. Und von Yuti eine Deep Hydration Aloe Vera Hyaluron Vitamin E Augenpads Packung, also mit einer Anwendung für beide Augen. 20-25 Minuten drunter liegen lassen werde ich auf jeden Fall. Ich glaube, heute Abend gönne ich mir das, liebe Nadine, wenn du das Video schaust. Total süß, oder? Also ich habe mich mega gefreut, habe mich natürlich auch schon über Insta bei ihr bedankt. Total toll. Das werde ich heute Abend austesten, auf jeden Fall.
Ach Gott, dann waren in dem Paket von meinen Kollegen noch ein paar Sachen drin, und zwar unter anderem von Nature Box eine Handcreme schnell einziehend mit Mandelöl. Handcremes habe ich auch immer noch ein bisschen. Dann von Isana Body Cream Paris, duftet nach Rose und Liebe. Werde ich an den Beinen verwenden. Ich mag den Geruch von Rose jetzt nicht so sehr, aber da können meine Kollegen nichts für, weil die sind jetzt auch nicht so eng befreundet, dass die alle meine Vorlieben kennen. Aber ich hatte es schon aufgepult. Es riecht jetzt auch nicht so krass nach Rose, dass man es nicht ertragen kann. Also auch das, finde ich total süß, dass sie das für mich gemacht haben. Ne? Wissen halt, ich bin so eine Beauty Oil, und dann haben sie mir ein ganz fast Paket zusammengestellt. Das ist Isana Creme Dusche Pearl. Die habe ich mir nicht gekauft, sondern wenn ihr in der Rossmann App angemeldet seid, dann bekommt ihr zu eurem Geburtstag immer einen Gutschein. Und in diesem Fall war es eine Creme Dusche von Isana für, ich glaube, 55 Cent kostet die sonst. Also ich hätte es auch verfallen lassen können, weil ich habe ja hier noch ein paar Duschprodukte. Aber Duschprodukte habe ich tatsächlich von, wenn ich das Body-Eincreme-Geschichten gegenüberstelle, deutlich weniger. Genau, und dann dachte ich mir, muss es ja nicht verfallen lassen. Und das fand ich, roch jetzt total schön. Ja, riecht echt total schön. Das ist so eine Cremedusche. Ja, wie gesagt, nicht gekauft, sondern geschenkt gekriegt von Rossmann. Also wenn ihr euch in der App anmeldet, letztes Jahr gab es, glaube ich, ein Müsli. Das hat mich auch gefreut. Habe ich mir natürlich auch abgeholt. In dem Körbchen von meinen Kollegen waren dann noch 3-in-1 Hydro-Reinigungstücher. Die hatte ich schon mal, die fand ich gar nicht so schlecht. So, wenn ich wie heute ganz dick geschminkt bin, finde ich, kann man damit so den ersten Schnodder runternehmen. Und eine Maske war auch noch in dem Korb, und zwar Zuckerpeeling mit Kokos. Coco Loco verwöhnende Verwöhnmaske mit Ananas. Genau, ich glaube, die hebe ich mir tatsächlich für den Sommer auf. Das war noch drin von Isana, das klärende Gesichtswasser, erfrischend belebend mit Aloe Vera und Gurkenextrakt. Ein Toner, genau, finde ich toll, werde ich auf jeden Fall benutzen und bin mal gespannt, wie der so ist. Ja, mehr war da auch nicht. Bei Sephora hatten sie letztens irgendwie mal einen Fehler im System. Da haben sie, da gab es irgendwie, ich weiß nicht wie viel Prozent, und dann auf gewisse Produkte. Aber eigentlich, also sie hatten die Preise schon reduziert und man hat die Prozente noch oben drauf bekommen. Dadurch habe ich den Maracuja Sea Brighter natürlich deutlich günstiger gekriegt als sonst. Ich glaube, der hat jetzt nicht mal 20 Euro gekostet und der kostet sonst 35. Also mega Deal, habe ich mir auf jeden Fall gekauft. Das ist meine absolute Lieblingsaugencreme für tagsüber. Ich finde die für nachts nicht reichhaltig genug, und das ist aber auch gar nicht schlimm, weil die sitzt einfach toll unter Make-up. Ich habe sie auch heute unter Make-up drauf. Dadurch creased mein Concealer einfach gar nicht mehr. Und die Foundation sieht schöner aus. Meine Krähenfüße sind so ein bisschen entspannt. Ich finde es ganz, ganz, ganz toll. Ist echt wenig drin, ne? Also 35 Euro für 10 Milliliter ist echt ein scheiß teures Produkt. Und da sollte man tatsächlich jeden Deal mitnehmen, den man kriegen kann. Aber ich finde die halt auch echt mal sehr, sehr ergiebig, weil man braucht wirklich wenig. Und ich glaube, die hält bei mir 3-4 Monate. Also schon lange. Ich finde die echt toll. Genau, die habe ich mir auch gekauft. In dem Päckchen meiner Kollegen war noch eine Tuchmaske von Isana, der Hydro Booster. Die finde ich ganz schön. Und die Isana Peel-Off Aktivkohle-Maske, porentiefe Reinigung, verfeinert das Hautbild, Aktivkohle und Zink. Die werde ich nicht benutzen. Ich benutze Peel-Off-Masken wirklich gar nicht gerne, weil ich finde, wenn man die dann abzieht, dann sind die Poren tatsächlich offen und die freien Radikalen, die Bakterien haben richtig schön viel Platz und Zeit, sich dann erst recht in die Poren zu setzen. Und ich glaube, dass das eher kontraproduktiv ist, aber ist auch nicht schlimm. Also sowas kann man immer weitergeben. Ich kenne genug Mädels, die sowas gerne benutzen. Jo. Dann habe ich ein paar Sachen geschenkt bekommen. Ich durfte mir mal wieder ein paar Sachen aussuchen bei Chris Farelle. Da kommen wir dann auch direkt mal zur Verlosung. Und zwar benutze ich jetzt seit über einem Jahr Chris Farelle Hautpflegeprodukte und bin damit sehr zufrieden. Ich nutze nur sehr wenig andere Sachen, weil ich finde, das funktioniert gut zusammen, und warum soll man dann was anderes reinmischen, wenn man doch so zufrieden ist. Ich habe jetzt im Sommer meine Intensivhautcreme, also die, ich kann mir das immer nicht merken, so Vitamin A Creme, die habe ich jetzt im Sommer nicht benutzt, weil die zu reichhaltig ist für den Sommer. Da habe ich dann einfach die
Repair genommen und war damit einfach genauso gut zufrieden. Was ich aber immer verwende, ist von Chris Farrell der Phyto Oil Cleanser. Das ist, seitdem brauche ich keinen Augen-Make-up-Entferner mehr extra. Das ist ein Augen-, also ein Öl-Make-up-Entferner auf Ölbasis. Und das Sensitive Skin Tonic, das benutze ich nicht so häufig, weil ich habe noch so viele von meinen Baliamid-Gesichtswassern hier. Und ja, das ist so für mich so ein bisschen Luxus. Die Flaschen sehen total schick aus, aber da ich gefragt wurde, ob ich nicht, also ich wollte das gerne an euch verschenken, genau, weil ich das so liebe. Und letztes Mal hatte ich auch eine Creme mit dabei und das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil jeder Mensch hat eine andere Haut, einen anderen Hauttyp. Und bei Chris Farrell ist das so, ihr könnt auf die Seite gehen und könnt so eine Hautanalyse machen und anhand eurer ehrlichen, sollten schon ehrliche Antworten sein, bestimmt Chris Farrell dann, was ihr für ein Hauttyp seid und welche Hautpflege für euch tatsächlich die beste die bestmögliche ist. Und genau, das sind so Sachen, da könnt ihr eigentlich nicht viel mit falsch machen. Genau, also der Phyto Oil Cleanser und das Sensitive Skin Tonic. Ich habe mir ja auch einen bestellt, deswegen, weil mein Oil Cleanser ist jetzt bald leer. Deswegen kann ich ihn euch mal zeigen. Genau, also er kommt in so einer Flasche mit Pump. Da sind 200 Milliliter drin und die sind sehr ergiebig. Ihr braucht nicht viel, also ich mache mir in der Regel so zwei auf die Hand und reibe die dann ins trockene Gesicht und erstmal über die Augen richtig schön, dass ihr den ganzen Schnodder von den Wimpern abbekommt und so weiter. Und genau, und dann auch im Gesicht richtig schön. Ich habe so nicht Waschis heißen die nicht, sondern so Gesichtsreinigungsschwämmchen, die benutze ich dafür. Und wenn ich das gemacht habe, dann nehme ich entweder den Soft Skin Cleanser oder ich gehe noch ein zweites Mal drüber, einfach nur um auch den Rest runterzubekommen, der sich dann vielleicht irgendwo abgesetzt hat. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Produkt. Und das zusammen mit dem Toner könnt ihr bei mir gewinnen. Und was ihr dafür tun müsst, schreibe ich euch in die Infobox. Das ist, glaube ich, ein Gewinn von 50 Euro, ich glaube, so um den Dreh. Also ist echt total nett, dass ich das machen darf. Also schaut auf jeden Fall in der Infobox vorbei, wenn euch das interessiert. Und ja, das ist ganz, ganz, ganz tolle, für mich echt Luxuspflege. Dann habe ich mir bestellt meine Skin Repair, das ist meine Tagescreme, die ich unter Make-up und so weiter verwende, also Tagescreme, auch wenn ich kein Make-up verwende. Finde ich total toll, meine ist jetzt bald leer, deswegen bin ich total froh, dass ich eine wiederbekommen habe. Und dann wollte ich einfach mal so ein paar andere Sachen probieren. Und zwar habe ich mir bestellt die Phyto Oil Mask, das fand ich irgendwie total interessant. Ölmaske für die fettarme, schuppige Haut. Ich habe jetzt keine schuppige Haut, aber sie ist schon recht fettarm. Zur täglichen Pflege aus rein pflanzlichen Ölen. Also ich werde die nicht jeden Tag verwenden, sondern immer mal wieder dann abends statt der Vitamin A. Da bin ich sehr, sehr gespannt und ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten. Dann benutze ich jetzt schon länger die, ach Gott, jetzt habe ich vergessen, wie sie heißt, die Augenlidcreme. Ja, egal, ich schreibe es euch hier mal hin. Die ist total toll, aber ich wollte jetzt auch mal eine andere ausprobieren. Und zwar ist das hier das Eyelid Firming Treatment. 2-in-1 Augenlidpflege, exklusive Augenlidpflege, anwendbar sowohl als Maske als auch als Creme. Und ich dachte, die ist bestimmt noch ein bisschen reichhaltiger als die andere, wobei die andere schon mega reichhaltig und auch tatsächlich ein bisschen fettig ist. Also das muss man schon mögen, aber ich komme mit der super gut, also mit der anderen super gut zurecht. Und die ist jetzt bald leer, die habe ich jetzt aufgeschnitten, habe ich jetzt noch eine Woche drin. Und dann werde ich die hier verwenden. Bin sehr, 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 sehr gespannt und halte euch auch hier auf dem Laufenden. Und was ich mir bestellt habe, ist der Hyaluron Booster. Das fand ich auch interessant. Hyaluron können wir immer gebrauchen. Ich finde es halt schön, dass die alle diesen tollen Pump haben, mit Ausnahme von der Revitamin A. Das ist ein Feuchtigkeitsspender mit Hyaluronsäure, Cremekonzentrat gegen Feuchtigkeitsmangel und Trockenheitsfältchen. I have it. Genau, möchte ich auch gerne mal probieren. Vielleicht ist die ja eine gute Tagespflege statt der Skin Repair. Genau, oder ich mache sie drunter. Ich muss mal gucken, wie das funktioniert. Ja, und dann war hier noch drin eine Handcreme. Genau, die werde ich auch mal ausprobieren und bin gespannt, wie die ist. Eine wasserlösliche Handcreme zur täglichen Pflege. Die soll recht gut einziehen, aber trotzdem gut pflegen. Ich habe ja einiges an Handcremes hier. Vielleicht werde ich die auch nochmal woanders verlosen. Das weiß ich noch nicht, weil ich die auch erstmal alle leer haben möchte. Aber
mit einer Handcreme kann man ja an sich auch nichts falsch machen. Die ist nur eingeschweißt und das lasse ich auch, weil ich wie gesagt noch nicht genau weiß, was ich damit machen werde. Ich habe mir gerade überlegt, ich packe euch die Handcreme mit in die Verlosung. Dann habt ihr ein bisschen mehr, lohnt sich der Versand auch ein bisschen mehr und ich hoffe, ihr freut euch. Macht mit! Dann kommen wir noch zu meinem finalen Rossmann-Haul. Und zwar habe ich noch ein paar Kleinigkeiten eingekauft, aber wirklich nicht viel. Ich brauche zurzeit eine... Ich brauche zurzeit ein... Gott, wie heißen die Dinger denn? Och, Melanie. Conditioner, ein Conditioner auf, wo das Shampoo jetzt schon ein paar Tage, ein paar Wochen leer ist. Und genau, den kann man super nehmen zum Rasieren der Beine. Und aber in manchen Bereichen kann man sowas halt nicht verwenden, Conditioner. Und halt so andere Regionen zum Rasieren funktionieren für mich nicht so gut. Und deswegen habe ich mir mal wieder einen Rasierschaum gekauft, auch von Isana. Isana Man, das war jetzt diese große Flasche. Pflegekomplex schützt und beruhigt empfindliche Haut. Genau, und da ich in manchen Bereichen, das war halt ein bisschen empfindlicher, habe ich das mal mitgenommen. Es war halt günstig und das für Männer ist immer günstiger als das für Frauen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Dann habe ich mitgenommen von Catrice das Hydrating Prime and Care Spray. Refreshes the Skin mit Aloe Vera, Matcha Tea und Panthenol. Fand ich auch ganz interessant. Ne? Prime and Care Spray, also so quasi vor dem Make-up. Interessant, werde ich auf jeden Fall mal testen. Ich weiß nicht, ob das eine LE war oder so, bin ich mir nicht sicher. Und ja, es gab halt wieder so einen 10% Coupon, dann habe ich den genutzt. Dann ist jetzt meine Stückseife fast leer und ich habe da mal wieder eine Flüssigseife mitgenommen. Das ist die Aromaseife Magnolie und Zedernholz und ja, die roch jetzt, ich finde die riecht gut. Die riecht nicht zu blumig, nicht zu, also blumig ist ja echt so gar nicht mein Ding. Also die riecht echt fein und genau deswegen habe ich die mitgenommen. Ich finde es halt auch immer schön, wenn man da mal Besuch hat, dass die den Geruch von der Handseife nicht eklig finden. Und ja, Männer und total blumige Düfte gehen halt auch nicht, weil am häufigsten ist natürlich mein Freund zu Besuch. Und zwar Augenbrauenstifte von Catrice, der Ultra Slimatic Precise. Ich glaube, die hatten auf Catrice Produkte Rabatt. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Also das fand ich auf jeden Fall interessant. Und die Ultra Slimatic Precise, ich kaufe die immer in Dark. Genau, in Dark, weil die habe ich auch heute wieder drauf. Weil das halt so farblich am besten zu meinem Haaransatz passt und der ist halt auch nicht so, ist halt auch nicht warm. Hier ist ultra wenig drin, ne? 2,99 kosten die und das für 0,001 Gramm, das ist ein Witz. Aber wenn ihr den Stift nicht so weit rausdreht, und das ist auch so ein Ding, das erzähle ich immer wieder, weil ganz oft kriege ich gesagt, dass die sich den gekauft haben und dann war die Mine gar nicht mehr drin oder die Mine, die war fast, war nicht mehr viel Mine drin und so weiter. Also was ich immer mache, wenn ich im Rossmann bin und mir den kaufe, ich mache immer die Kappe ab und drehe den so weit zurück, wie es geht. Und wenn er dann oben so einen halben Millimeter rausguckt, dann ist der Stift voll. Wenn er das nicht tut, dann war da schon jemand dran. Und das habe ich halt bei beiden Stiften gemacht und das solltet ihr auch tun, weil ja, es ist einfach ärgerlich, wenn Leute, die ja, schlecht erzogen sind, sowieso schon so ein Produkt, das 3 Euro für so wenig Produkt ist schon echt nicht wenig Geld. Und der braucht sich halt auch nur mal in einem Monat easy auf. Muss man sich da nicht auch noch Produkt entgehen lassen, finde ich. Genau. Ja, das war's dann auch. Also war's dann auch gut. Also eine halbe Stunde Video habe ich für euch. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei dem Video. Und schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr jetzt so im Black Friday Sale shoppen werdet. Oder was ihr schon geshoppt habt. Weil das Video geht ja Samstag online und Black Friday ist dann quasi einen Tag vorher gewesen. Würde mich mega interessieren. Auf meiner Wunschliste steht eigentlich nur von Charlotte Tilbury noch ein Lippenstift. Und ich fand den Concealer oder finde den Concealer echt gut, aber ich habe ihn ein bisschen zu dunkel. Also ich könnte ihn ein bisschen heller gebrauchen. Und die Bronze & Glow Filmstar Palette, die habe ich ja auch gut aufgebraucht. Also noch ein bisschen von dem Highlighter drin, aber den Bronzer, den vermisse ich schon, muss ich sagen. Also das steht drauf. Und der Milk Chocolate Soleil von Too Faced. Aber ich denke, mit einem guten Deal, mit einem richtig guten Deal, hole ich es mir vielleicht und vielleicht auch nicht, weil ich habe ja noch so einiges da. Ja, und das war es jetzt auch. Also ich sage jetzt wirklich mal Tschüssi und bis bald. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und bis dann. Ciao.